Ja, die Musik ist nicht ganz so stimmig, nicht ganz so schlüpferwechselnd wie bei Mega Man X1, aber es ist Musik und Musik ist gut. Wir gehen zum, oh Gott, zur Wetterkontrollstation, alles klar, zum wilden Schwamm mit seinen wilden Wires, Kabeln, den Kabelschwamm. Ein elektrifizierender Gegner, also eventuell. Stelle er sich vor, der Maverick, der besiegt werden will. Wow. Der sieht gut aus. Das Gegnerdesign ist recht hübsch, wenn ich da ehrlich sein darf. Nicht, dass ich jetzt irgendwie robosexuell bin, aber das Gegnerdesign sieht schnieke aus. So, direkt an Wänden entlang gucken nach möglichen Geheimnissen. Ach, tut das gut. Ja, wunderbar. Und oh, Froschi-Poschi. Ja, was macht der? Hat der Schnupfen, der Frosch? Hat Frosch wirklich... Frosch hat sein Kind dabei. Ich kann doch nicht niemals den... Wow. Ich wollte sagen, ich kann niemals den töten und ihn dabei zu töten wäre schön gewesen, aber wir haben Frosch und Familienanhang umgebracht. Ich würde gerne hier oben noch gucken, wenn das irgend möglich wäre, ob es da noch ein kleines Giga-Geheimnis gibt. Vorher allerdings, wow. Wow, was ist das jetzt für eine Hitze? Können wir das... Ah, sind das die Wetterballons? Okay, gut. Weil das war das einzige Objekt, was gerade nicht davon betroffen war, dass es geflimmert hat. Deswegen war das für mich ein bisschen suspekt. Und direkt mal gucken, ob wir... Nee, das schaffen wir, glaube ich, nicht, hier nach oben zu gucken. Ah, ich habe ja im ersten Video... Upsala, was war das denn? Hallo, hier bin ich, hallo, dann gehe ich. Schöner Gegner, den mag ich. Ich sehe schon Spikes da unten, da gehe ich direkt gar nicht nach unten. Und der Frosch verglüht und verbrutzelt. Ich habe ja in dem ersten Video schon gesagt, dass ich nachgucken werde an jeder Stelle, wo es Geheimnisse gibt, weil das Einzige, was ich von dem Spiel noch richtig in Erinnerung habe, ist die Tatsache, dass das Spiel fiese, fiese, gut versteckte Sachen hat. So, einmal rüber. Jawoll, das hat man ja schon. Oh, oh, oh. Okay, der Frosch hat sich daran erinnert, dass wir anscheinend seine Froschkumpanen ausgelöscht hatten. Das tut mir jetzt sehr leid, Herr und Frau Frosch. Noch ein weiteres schönes Leben. Gedacke, du Gedack. Vernichtend schlagen und... Oh! Energietank! Gut, ich glaube, in diesem Level habe ich dann direkt alles, was man haben kann. Nur kurz hier oben gucken, vielleicht gibt es hier noch was Kleines. Nein, aber wir haben die Erweiterung. Und wir haben auch direkt einen Energietank gefunden. Und ich glaube, wenn ich das richtig sage, dann gibt es in... Oh! Ein weiteres Geheimnis? Was ist das mit all diesen Türen, die nicht aufgehen? Kann man bitte jemand den Techniker rufen? Hallo? Ich bin Mega Man. Ich bin nicht die Abendberatung. Ich möchte Ihnen nicht irgendwie unser Buch verkaufen von wegen Besuch den Tower. Nein, wie heißt das nochmal? Watchtower, genau. Nein, ich bin Mega Man. Ich bin nur da, um Sie zu töten. Lassen Sie mich doch rein. Na toll, I am the one who knocks. Wird hier ein bisschen ausgenockt. Gut, hier geht's nicht weiter nach unten. Diese Türen... Mal gucken, vielleicht wird sich das später uns noch erst zeigen, was wir damit machen können. Weiter geht es nun auf jeden Fall nach oben. Oh, zu! Du hast auch eine Schraube, Lockerbot, der sich ein wenig klug selbst umbringt. Anstatt auf die Plattform raufzuspringen, springt er konsequent vorbei. Also, die Mavericks, gefährliche, gefährliche kleine Schustersoldaten sind das, aber sowas von... Froschi! Hab ein bisschen schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt, so die Frösche zu töten, muss ich ja schon ehrlich gesagt gestehen. Weil die einfach zu knuspersüß aussehen. Wenn ich das aber genau richtig in Erinnerung habe, und auch ausgehend von Mega Man X, dann gibt es in jeder Stage eine Lebenserweiterung für uns, die wir uns greifen dürfen. Elektropflanzen werden geboren, alles klar. Und... Also mindestens eine Lebenserweiterung und eventuell noch ein anderes Secret oder Sekret. Das werden wir einfach doch dann hier schön austesten. Oh, das war ein blauer Sack, den er hat fallen lassen. Wozu mache ich hier diese ganzen Wetterkontrollstationen kaputt, wenn das doch sowieso gar nichts bringt? Weil die Hitze bleibt jetzt ja vorhanden. Merkwürdig. Der Hallo, da bin ich und hau wieder ab, Bot. Ihr seid so niedlich. Ich hätte gern die Energie. Danke. Oh, 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 gut. Gut positionierter Gegner. Das muss man mal an dieser Stelle festhalten. Jo, da oben. Haha, da oben würde ich doch gerne... Na? Da können wir gar nicht hin. Alles klar, wir können da zwar mit dem Kopf gegen, aber... Doch! Ah, gut gespielt, Max. Ja. Ich bitte um Einlass, hallo? Achso, ich dachte, da oben wäre eine geheime Wand. Oh. Ach ja.
Zeitverschwendungsroyal am Start. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Quark. Wie gut, dass ich eure Zeit verplempern darf. Meine ja auch noch gleich mit. Das möchte man mal überhaupt nicht mit hinzu erwähnen. Oh, Scorpi. Au, warum muss ich mich denn von Scorpi so blöd malträtieren lassen? Ich bin gleich wieder da, Scorpi. Willkommen zu... Gut gespielt, Max. Wirklich gut. Am besten warten, bis er seine Schüsse beendet. Ja. Und dann erst in den Gegner. Haben wir energietankmäßig ein bisschen? Wir haben energietankmäßig ein bisschen. Weil das geht jetzt schon zum ersten... Zum zweiten Endgegner. Hallo, Drio. Ach, dieses Vorankommen. Das mag ich an Mega Man. Dieses Erfolgsgefühl nach und nach. Du gehst in eine Welt rein, du besiegst den Gegner, fühlst dich gut, springst mal an der Wand hoch, entdeckst ein Geheimnis, denkst dir, boah... Und dann kommst du auch noch zum Boss und denkst dir, uiuiui, das Adrenalin ist bei Mega Man quasi die ganze Zeit wunderbar vorhanden, was mich unendlich freut. Na, du Schwamm. Also es ist mehr so ein Mooseintopf, den wir hier gegenüberstehen. Ich werde mal direkt die kristalline Waffe probieren, die, oh ja, eventuell doch die beste Waffe im ganzen, es ist die beste Waffe im ganzen Spiel. Papa, ich weiß, was macht er denn da? Okay, wenn er damit die Wand erwischt, was passiert? Wow, gute Attacke. Oh, der kleine Elefant, der gerade im Zimmer zu hören war, hat was? Wollte nur andeuten, dass er es ziemlich lustig, ach du Kacke, findet, wie der kristalline, wie die kristalline Waffe einfach mal nischt kann. Uiuiui, deine starke Attacke, mein Lieber. Hör auf! Oh nein! Ich erzittere vor Scham. Machst du das noch deinen Lebtag weiter? Nein, jetzt geht's wieder nach oben und es werden wieder kleine, süße Pflanzensamen in der Gegend aufploppen. Also sag mal, ich muss mich ja auch von allem treffen lassen, oder? Das ist ja mein gutes Geheimrezept, wie ich jedes Mega Man-Spiel irgendwie auch konsequent gut verkacke. Scheiße Bauer am Werk, der Max. Gute Attacke. Oh ja, bitte nicht mehr davon. So, jetzt wird es da oben gegenschlagen. Genau. Und wir werden hier unten warten, dass er auch gleich runterkommt und ihm dann eins mitgeben, wollte ich sagen. Ja gut, im Gegensatz zu dem Gegner davor. Ah, er bewegt sich mal. Na holla, Drio. Okay, einmal rüberspringen. Im Gegensatz zu dem Gegner davor ist dieser Kampf hier, ich sage es mal so, ein bisschen langweiliger, wenn ich das so formulieren dürfte, ohne dass eventuell Capcom auf mich zukommt und sagt, na, wie kannst du es wagen, unser preisgekröntes Mega Man zu verunglimpfen? Ja, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Das ist ja unglaublich hier. Da fragen mich Leute, warum ich eigentlich die Natur nicht so sehr mag, obwohl ich vom Bauernhof komme. Kinder, ihr habt hier die Antwort. Ist Bock langweilig. Nein, Natur ist schon schön. Ich stelle mir nur ein bisschen was Schöneres vor. So. Auch nochmal ihm eins mitgeben. Und warten. Ja. Jetzt! Was? Oh! Was? Wird er jetzt wütend? Ich glaube, er geht in den Rage-Modus. Tanzend ist er unverwundbar. Was? Tanzend unverwundbar, Knupsel. Oh, was macht er denn nun? Au! Oh, macht er seinen Schaden? Oh, schnell. Seine Körperberührungen sind exorbitant gefährlich. Vor allen Dingen, wenn er sich zurückschwingelt. Noch ein Treffer. Ja, schon wieder knapp. Knapp, papp, den Gegner zack. Okay, ich meine, es wäre ja kein normales Mega Man, wenn ich nicht doch ein bisschen ins Schwitzen geraten würde. Aber ganz so fluffig und locker zackig wie in Mega Man X läuft es hier nicht. Was ich gut finde. Was ich in der Tat... mit einem wohlwollenden Nicken sehr, sehr toleriere. Und wir bekommen die Sponge-Attacke. Du kannst nun Wasser aufsaugen, oder was? Du bekommst den Strike Train. Das sieht schön aus. Also das sieht aus wie eine Waffe, die nichts kann. Aber eventuell verbirgt sich mehr dahinter. Moment, wir haben eine weitere Zwischensequenz. Ah, ich sehe nun, wie Sigma gefallen ist durch die Hände von Mega Man. Sagt Agile. Er ist ganz schön formidabel. Formidabel, eine andere Bezeichnung für formidabel. Er hat's ganz schön drauf. Ja, so ungefähr. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Mavericks ihn überhaupt lange genug aufhalten können. Wie ist das langsam?
Wir müssen eventuell eingreifen. Die Mavericks, die Großen. Oh, Dr. Kane, nehme ich an. Das wurde ja im Intro gesagt, Dr. Kane. Dr. Kane, was ist passiert? Megaman spricht. Megaman spricht. Ach, eine Gruppe von Mavericks, die sich selber die X-Hunter nennen, haben begonnen, Kontakt mit uns aufzunehmen oder haben uns kontaktiert. Oh, es wird abgespielt. Grüße. Wir haben alle Teile von Zeros Körper. Ach, oh, jetzt erpressen sie uns. Die X-Hunter, wir sind die Maverick-Hunter, angeführt durch Mega Man, kämpfen gegen die X-Hunter, wie es aussieht. Die überbliebenen Roboter von Sigma, die ihn als ihren großen Anführer also preisen. Und erpressen uns nun mit den Überresten von Zero. Wenn ihr nicht wisst, warum Überreste, guckt euch Mega Man X an bei mir. Ich glaube, im 6. Video oder so werdet ihr sehen, wieso. Wir haben alle Teile von Zeros Überresten. Sie können euer sein, wenn ihr uns besiegen könnt. Wir freuen uns schon darauf, dich zu treffen, Mega Man. X, Zeros Kontrollchip ist immer noch hier aufgebahrt. Ich bezweifle, dass es möglich ist, ihn ohne den Kontrollchip wiederherzustellen. Dr. Kane, ich werde losgehen und Zeros Teile zurückholen. Ja klar, sein guter Freund. Was es auch kosten möge. Oh, Mega Man tut alles für die Freundschaft mit Zero oder um Zeros Freundschaft eventuell wiederherzustellen, indem er Zero selbst wiederherstellt. Ah, die blöden X-Hunter. Oh, nun auch zu sehen, die üblen X-Hunter. Ah, die verstecken sich nun in Stages. Moment, wir haben einmal in der Flamestack-Stage versteckt sich ein Maverick-Hunter. Dann haben wir einmal in der Morph-Motten-Stage ein und... Wir haben... Wo ist es denn da drüben? Moment. Einmal beim Flammenostrich versteckt sich einer. Was gut passt, denn zum Flammenostrich wollte ich ja demnächst gehen. Das heißt, beim nächsten Mal gibt es eventuell den... Ah ne, Flammenostrich sag ich schon. Override Ostrich. Also zum übertriebenen Strauß werden wir das nächste Mal wandern. Bis dahin, meine lieben kleinen Knopselfreunde. Esst schönes Weihnachtsgebäck. Die Läden sind voll davon. Es ist so schrecklich. Es ist noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Du findest überall wirst du zu bombardiert damit. Noch keiner hat Weihnachtsbeleuchtung draußen. Noch keiner. Noch nicht mal erster Advent oder so ein Scheiß ist. Und was ist? Ja, hier ist unser Weihnachtskack. Naja, viel Spaß beim Weihnachtskack-Essen. Euer Funk Royal. Over and out.